Ja, Sibylle, was gibt's? Naja, im Auto. Ich hol gerade den Bus ab. Ja, ich hab doch den Skyliner da geholt. Ob ich rauche? Nein. Letztes Mal hast du. Ja, okay, gut, Sibylle, ich rauche. Mein Gott, aber ich bin dein Chef. Kann auch wohl entscheiden, ob ich im Auto rauche oder nicht. Wenn es halt nach einem Puff riecht, riecht es halt nach einem Puff. Tut mir aber auch leid. Oh, fuck, meine Zigarette. Ah, warte. Sibylle, warte, ich komme. Oh, fuck, Sibylle. Ich komme ein bisschen später. Scheiße. Sibylle, halt die Schnauze. Du bist schuld. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu einer neuen und weiteren Folge, nämlich hier beim Tourist Bus Simulator. In der jetzigen Folge, ja, was kommt auf uns zu? Wir werden zuallererst, oder ich bin zumindest auf dem Weg, wo müssen wir hier lang? Ein bisschen schwer einzusehen. Ich bin nämlich hier auf dem Weg, den Bus abzuholen, den ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge nämlich mir gekauft habe, von meinem wunderschönen Geld, wo ich mir ja keinen Kredit aufgenommen habe. Nee, Spaß beiseite. Ich hatte mir einen Kredit aufgenommen von, glaube ich, gleich drei Banken, oder zumindest von drei Kreditinstitute, wo ich, glaube ich, mittlerweile auch sehr viel blechen muss. Dafür siebenstellige Zahlen auf mein Konto, heißt, ich bin Millionär. Ja, wir sind dann auf dem Weg in den Norden, da waren wir schon mal gewesen, dort am Hafenviertel, also da gab es zumindest auch ein Hafen. Sonst waren wir ja immer dort so ein bisschen eher im östlichen Teil. Jetzt geht es ganz weit in den Norden bei dieser ja doch sehr ziemlich holprigen, gebirgsartigen Strecke hier, die aber wirklich mega interessant ist. Ich glaube, da kommen wir auch gleich an unseren oder an mein Traumhaus vorbei, oder sind wir da schon vorbeigefahren? Muss ich mal kurz mal gucken. Nee, da kommen wir gleich vorbei. Ah, da können wir mal ganz kurz anhalten. Das will ich mir nämlich mal angucken, was da denn so abgeht. Guck mal, da oben. Da oben ist es nämlich. Ah, siehst du, ja. Sieht man sogar schon von da aus. Das wäre auf alle Fälle die Residenz, von der ich wirklich so lange geträumt habe. Okay, mal hier biegen wir hier links ab. Man ist auch so ein bisschen abgeschottet. Was, gut, so eine Laterne sein. Sehen so ein bisschen aus wie Flutlichter. Guckt euch das doch mal an. So viel Grün ist jetzt hier nicht, aber was willst du auch machen? Wir sind... Wer steht denn hier? Ihr habt mich ja gerade ein bisschen erschreckt. Diese Skulptur, ich dachte, da stand jemand. Gut. Gucken wir uns mal kurz an. Motor können wir ja kurz mal laufen lassen. Bevor wir uns den Preis mal hier angucken. Boah, guck mal, mit Pool. Ha! Wo wir drauf stehen. Okay, gut. Naja, egal. Wir wollen ja auch nicht hier schwimmen. Wir wollen uns... Boah. Alter Falter. Boah. Das ist ja riesig. Und da oben geht es auch noch weiter, ja. Okay, was kostet der Spaß? Kann ich mir leisten? 1,3 Millionen habe ich. 3,2 Millionen. Okay. Aber guckt euch mal die Aussicht an. Da stehst du auf, machst dir einen Kaffee raus, vielleicht eine Zigarette. Und dann guckst du aufs Meer. Ach ja, das wäre schon so ein kleines Träumchen, aber ich glaube, es ist ein Kredit von 3,2 Millionen, wo ich eigentlich noch mein Busunternehmen ordentlich erweitern muss. Aufzunehmen wäre faktisch absoluter Quatsch. Es würde schon so ein bisschen locken. Wir sind zumindest schon mal, da guck mal, sieht man auch so ein bisschen schon mal das Icon für den Bus. Da müssen wir nämlich hin. Wir können mal ganz kurz ein bisschen durch die Stadt fahren, obwohl ich da eigentlich schon mal durchgefahren bin, ob wir irgendwas finden. Denn es steht immer noch in den Raum. Ich möchte ja gerne meine Bus-Armada gerne mal umlackieren. Es gibt auf alle Fälle eine Möglichkeit, seine Lackierung selbst zu erstellen. Ah, hier bin ich schon mal lang gefahren. Selbst zu erstellen oder aber auch, es gibt hier einzelne Läden, wo du die Lackierung, die man auch so teilweise unterwegs sieht, die man sowieso beim Flixbus so ein bisschen kennt, aber die man auch mitunter beim Flughafen gesehen hat, dass man sich diese nämlich zulegen kann. So, immer hier rum. Ich wollte gerade eigentlich nur mal gucken, ob man das hier irgendwo findet. Wir fahren einfach jetzt direkt zum Hafen. Holen den Bus ab und fahren dann ganz eilig aber auch Richtung Büro, also machen wir halt eine kleine Schnellreise. Müsst ihr nicht übertreiben. Das Lustige hier war ja gewesen, muss ich mir auf alle Fälle merken, der Bus ist hier ein bisschen versteckt. Der ist nicht gleich auffindbar. Wir müssen mal gucken, ob wir gleich hier rechts irgendwo abbiegen können. Ja, hier war es gewesen.
Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, da irgendwo einen Bus hinzustellen, aber okay. Nee, aber hier, guck mal, da steht er. Sehr schön. Okay, dann parken wir jetzt hier nochmal ein. So. Hoffe ich kriege das einigermaßen hin. So. Wo ist denn, welcher Wagen kommt denn zuerst? Ah, okay. Kriegen wir hin. Das war alles ein bisschen dreckig. Okay, einpacken. Ist nicht so meins. Ah, doch, warte, warte. Ja, ist knapp. Zum Glück piept mein... Oh, hoppla. Ah. Oh, okay, jetzt weiß ich, wie das passieren kann. Aber ist ja fast gerade. Also, aussteigen. Frederik, hol den Wagen ab. So, dann haben wir auch jetzt den Bus. Ja, ich hatte es ja so ein bisschen angesprochen. Ich will gerne die Lackierung ändern. Das Orange gefällt mir hier nicht allzu sehr. Ein, zwei von euch haben mir ja so ein bisschen zugestimmt, dass ja es ganz gut wäre, wenn ich ja auch so ein bisschen so einen Blauton verwende. Ist, glaube ich, gerade bei so einer warm, heißen Gegend mit eigentlich schon sehr viel Steppe und Wüste, glaube ich, auch mega gut angebracht. Zielanzeige, warum auch immer. Motor starten. Frontlichter. Klimaanlage. So. Gang hochschalten. Und dann geht's auch schon nämlich los. Aber ich hatte ja gesagt, wir machen eine kleine Schnellreise zum Büro. Und werden dort unsere nächsten Aufträge annehmen. Beziehungsweise könnten wir dann auch, rein durch gesehen, schon mal den nächsten Bus uns holen. Ich muss mal gucken, vielleicht hat man ja irgendwie die Möglichkeit, dass man den auch den Abholort ein bisschen bestimmen kann. Dann würde ich den ja ganz gerne bei uns an der Gegend im Osten des Hafens holen. So, gut, jetzt sind wir jetzt mal da. Gucken wir nach einem weiteren Bus, den können wir uns ja schon mal auf irgendeinen Tag legen. Voilà. Das haben wir ja hier. Jetzt haben wir aktuell 4 Fahrzeuge, okay. Dann guck mal nach einem gebrauchten. Nehmen wir mal hier den Neoplan Skyliner. So, kaufen. Am 21.07. vom Hafen. Naja, toll, wenn wir mal gucken, welcher Hafen es ist. Mehr können wir uns ja währenddessen nicht zulegen. Wir können aber ganz gerne mal schauen, ob wir hier irgendwelche schönen Aufträge haben. Das sind unsere aktuellen Aufträge, das sind die Permanentaufträge, die von unserem Fahrern absolviert werden. Und hier haben wir einen 20-Minuten-Dauerauftrag vom Flughafen nach Castillo Calle de Fuste. Fuste. Mein, ist natürlich auch wieder natürlich richtig geil. Bringt richtig viel Geld, bin ein bisschen erstaunt. Also der geht jetzt 2 Stunden. Fahrt von 2 Stunden kriegen wir nur 1,8 raus. Dann nehmen wir doch den hier einfach. Und obwohl. Den hier. Und ja. Mit uns befahren. Ich muss auch ein paar Level mal hier aufsteigen. Neue Fahrt hinzufügen. Was haben wir jetzt hier alles? 19. Ah, chronologisch sind die jetzt hier nicht geordnet. Wann, wo, wie? Nehmen wir hier. Lass mal die Leute denn auch mal hier ordentlich fahren. Matthias. Dann lassen wir hier unten mal den Oscar fahren. Dass der mal auch mal ein bisschen eine Chance hat, der wartet bestimmt auch schon. Und ja, nehmen wir den für da. Wen haben wir doch hier? Ich hatte, glaube ich, hier eine. Ach, Paulina ist da, die ist schon eingestellt oder ist die krank? Achso, für eine andere Tour zugewiesen, okay. Dann nehmen wir den Ryan. Ryan nehmen wir, okay. Haben wir alle zugewiesen. Er muss mir sowieso merken, die ganzen Aufträge mal zuzuweisen, beziehungsweise mir die an Land zu holen, weil wir fahren ja nicht nur alleine, wir fahren auch mit unseren Fahrern hier, beziehungsweise unsere Fahrer fahren ja auch für uns. Und dann springen wir mal zur nächsten Fahrt. Die ist hier. Hier müssen wir einen Bus in die Werkstatt bringen. Externe Werkstatt, Fahrzeugabholung. Okay. Auftrag gescheitert. Castillo de Fuster, Castillo, was? Okay, das heißt, aber ist trotzdem alles in Ordnung. Also unsere Fahrt oder irgendeine Fahrt ist gescheitert. Warum, weshalb auch immer. Ah, wahrscheinlich ist der Motor hochgegangen. Nee. Der ist hier wahrscheinlich gescheitert. Warum auch immer, da ist so irgendein Motor hochgegangen sein. Aber wir kümmern uns erstmal um unsere Fahrt.
Das müsste eigentlich nur die zum Flughafen sein, die nicht immer astrein funktioniert. Aber gibt kurzes, schnelles Geld, wenn wir schnell mit fertig sind, dann können wir sehr, sehr gerne aber noch einen weiteren Auftrag annehmen. Und dann geht's aber auch schon los. So, holla die Waldfee, es geht los. Ich freue mich. Ja, da vorne ist es. Wir fahren einmal rum. Kann man den Hydranten da vorbei? Ja, wir können ja auch von hier aus fahren. Ich wollte mal gucken. Kann aber sein, dass ich schon ein paar Appartements mir zugelegt habe für unsere Arbeitnehmer, also für unsere Angestellten. Was ich gerne eigentlich gucken möchte, aber das habe ich bis jetzt noch nicht allzu viele gefunden, da muss ich noch ein bisschen durch die Gegend hier umhergrasen, ist nämlich vielleicht eine neue Bleibe, auch in der Nähe meines Büros. Ich habe ja nur, ja, diese Absteige dort, die, was eigentlich nur eine Einraumwohnung ist, und ja, die ist jetzt auch nicht so schick. Da, die ist so wenig schick, dass ich A, keine Frauen einlade und B, auch mich selber da gar nicht so gerne aufhalte. Aber okay. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Fahrgäste. Steigen Sie ein, einer nach den anderen, Hallöchen. Hallo. Hallo, bonjour. Mahlzeit. Mahlzeit gefällt mir immer sehr. Sind alle eingestiegen? Jupp. Dann können wir die Türchen nämlich zumachen. Hintere auch, wollte mich gerade sagen. Die war ja bestimmt auch offen gewesen. Rückspiegel, und dann geht's aber auch schon los. Also, auf geht's. Kamera hat sich auch wieder zentriert. Aus dem Flughafen ist ein Katzensprung. In der Hoffnung natürlich, dass hier alles funktioniert. Das hat jetzt im letzten Mal nicht so geklappt. Wir können ja mal gucken. Wir können gucken und analysieren, weshalb oder warum es nicht hätte klappen können. Wäre ja auch schon mal sehr, sehr interessant. So, gucken wir schon mal nach links. Da kommt keiner. Ich versuche mich auch mal hier so ein bisschen die Verkehrsregeln hier hinzugeben. Ist ja A auch wichtig, und B sind wir natürlich immer noch beim Simulator. Also halt wirklich mal an der Kreuzung, wo ich stehen bleiben muss, wo ein Stoppschild ist, auch mal zu bremsen und mich umzuschauen. Genauso wie ich mich jetzt hier umschauen werde. Ob hier von hinten einer kommt. Kommt keiner. Also, weiter geht's. Ach nee, wir fahren nicht zum Flughafen, wir fahren dort hinten hin. Aber das ist auch eigentlich sehr naheliegend. Ja, wie gesagt, zur Lackierung muss ich mal ein bisschen schauen. Ich bin auch ehrlich, ich wollte sogar im Internet mal so ein bisschen gucken und recherchieren, wo ich da hin kann. Ich weiß, dass es das gibt, weil ich mir auch dann ein Video angeguckt habe. Ich glaube von Nordrhein, auch ein Let's Player oder so, mit einer sehr angenehmen Stimme, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch leider den Namen nicht im Kopf und nicht mal mein fixes Handy dabei, um selber mal nachzugucken. Und ich glaube, ich werde auch vergessen, das zu verlinken. Warum auch immer ich eigentlich dann verlinken sollte, aber ihr wisst, was ich meine. Und der hatte das dann auch ganz zufällig entdeckt, hat aber leider nicht zeigen können, wo es sich bei in der Karte oder auf der Karte befindet. Deshalb kann ich da auch nicht allzu viel sagen. Es war auf alle Fälle in der Stadt gewesen oder in so einer kleinen Ortschaft. Und das ist natürlich aber trotzdem ein bisschen schwer, denn auszumachen, wo es denn genau ist. So, Tempomat ist dringend. Und ja, dann fahren wir halt immer ein bisschen unsere Touren. Wir werden mal versuchen, in jeder Folge mal so einen Bus dazu zu kaufen. Das wäre ganz gut, dass wir eine wirklich große Flotte haben. Auch, wir haben ja mittlerweile viele Fahrer, aber halt ehrlich gesagt nur wenig Fahrzeuge. So, nehmen wir hier ein bisschen den Bürgersteig mit. Und dann geht's hier einmal rum. Hier habe ich soweit auch alles entdeckt, wa? Guck, ob hier jemand kommt von links. Nein. Mal nämlich ein bisschen enger die Kurve hier nehmen. Und da sind wir auch. Erster High Castillo Caleta. Die Fuste. Keine Ahnung, ey, wie spricht man das dann aus? Ich bräuchte jetzt meinen spanischen Arbeitskollegen, den Marcos. Der würde mir auf alle Fälle helfen können. Auch eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Hier gibt es aber auch irgendwie jetzt keine großartige Bleibe. Na, willst du auch noch einsteigen? Dann fahren wir jetzt hier weiter. Okay. Folge Navigation zur Endhaltestelle. Also das wurde auf alle Fälle schon mal angezeigt und genehmigt. Vielleicht habe ich auch die Male immer wieder vergessen,
Guck mal, ich fahr mal kurz mal geradeaus. Ey, warte mal, ich fahr mal geradeaus. Vielleicht finden wir hier ein paar schöne Sachen. Ist der... Ah, siehst du, ein Restaurant. Als das Beispiel. Ich bieg mal kurz hier links ab. Hier ist noch ein Restaurant. Kurz mal hier links abbiegen. Da oben ist irgendwas. Einfach nochmal gucken. Wenn wir schon gerade hier sind, können wir ja mal einmal hier durchlaufen oder hier durchfahren. Ich weiß nicht, ob Laufen vielleicht sogar ein bisschen schneller wäre. Aber gerade zulaufen wohnen, aber egal. Ja, da kommt keiner. Kommt hier einer? Nein. Ich weiß auch gar nicht, was sich hier oben befinden könnte, aber es geht auf alle Fälle berghoch. Ja, die Kamera dreht sich ja eigentlich normalerweise automatisch mit. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das ist so eine kleine Wohnsiedlung. Ah, da werden wir bestimmt was Schönes finden. Fahren wir einfach mal einmal hier rum. Hier sind eigentlich mehr oder weniger Parkplätze. Ach nee, hier sind auch kleinere Bungalows. Möchte ich das jetzt mal ganz gerne nennen. Oh, okay, gut. Wir machen mal hier den Zickzack-Kurs. Was haben wir hier oben? Warte mal. Hier ist nichts weiter. Ich bin aber auch voll. Ich könnte einfach aussteigen. Und da hochlaufen. Aber ich fahre jetzt einmal mit dem Bus da hoch. Was haben wir hier? Eine Arena? Oh, Türchen geht ja sogar auf. Okay. Mysteriös, mysteriös. Hallöchen. Liebe Fahrgäste, ich habe ja immer noch Fahrgäste, fällt mir gerade mal ein. Ich muss mal kurz aufstehen. Nur ganz kurz, musst du kleine Busfahrer. Was haben wir denn hier? Nix. Hier ist ja auch wirklich gar nichts. Obwohl, hier geht's einmal rum. Oh. Hier ist aber nix. Hier irgendwas? Nein. Wahrscheinlich so ein Radiosender kann das. Oh, komme ich hier durch? Da ist ein Zaun. Hier komme ich durch. Hier sind Mütter. Scheiße. Aber hier hätten sie natürlich was verstecken können. Das wäre natürlich cool gewesen. Ich weiß auch nicht, was man hier irgendwie was finden oder entdecken kann. Aber es ist eine Radiostation auf alle Fälle. Cool. Haben wir das auch gefunden. Dann fahren wir jetzt mal ganz kurz durch die kleinen Querstraßen. Ich glaube, zu meinem bestimmt können wir uns da irgendwas kaufen, buchen. Aber wahrscheinlich eher für unsere Angestellten. Mal gucken, ob ich es jetzt von der Koppelperspektive aus auch schaffe, rückwärts zu fahren. So, wo ist denn... Wo ist der Eck? Nee, nicht. So. Ah! Alles gut. Oh. Ja, alles gut. Hat's geknallt? Ich glaube nicht. Wenn habt ihr euch vollkommen verhört, dann solltet ihr auf alle Fälle mal zum Ohrenarzt gehen und da euch mal durchchecken lassen. Das kann manchmal beim alltäglichen Lärm ein wenig passieren, dass die Ohren irgendwann mal auch aufhören, mal so zu funktionieren. Da geht man einfach zum Ohrenarzt, da hilft ein. Gucken wir uns das mal ganz kurz hier um. Hier ist auf alle Fälle ein Hotel. Das wird aber jetzt hier nicht so richtig erkannt. Ja, da kommen wir hier einmal rum. No. Ich fahre jetzt hier voll den Irrweg, nur um zu gucken, ob ich hier... Ah! Doch. Hier kann man sich ein paar Bleiben kaufen. Aber halt, wie gesagt, für die Angestellten. Ja, ich habe halt so ein bisschen geguckt oder gehofft, dass für mich was da ist. Ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Häuschen-Symbol mit einem Dollarzeichen oder mit irgendeinem Geldzeichen, aber ich glaube, das war eher ein Dollar gewesen. Und hier einmal rum. Und dann fahren wir mal zurück zur Endstation, bevor wir jetzt hier viel zu spät sind. Ui, einmal hier runter. Da war auch wieder nur eine Anlage für unsere Angestellten gewesen. Schade. Was haben wir da oben?
viele Sachen hier zu entdecken. Mann, 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 Mann. Ah, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Dann einmal hier rum. Ich habe auch herausgefunden, diese Fotoapparate dort, das sind Touren, die du irgendwann dir, glaube ich, kaufen kannst oder die wahrscheinlich jetzt mittlerweile, wo ich beauftragen kannst. Dann machst du halt Sightseeing-Touren mit den Fahrgästen, fährst wahrscheinlich zu bestimmten Orten und die machen dann imaginär ihre Fotos. Das habe ich schon mal soweit herausgefunden. Ja, gut, haben wir schon mal ditte. Fixer Job. Also für 1,7 oder so, die anderen brauche ich da nicht fahren. Die kann man natürlich auch mal fahren, aber ich will jetzt so ein bisschen. Achso, organisatorisches, wollte ich gerade sagen. Ja, was ich auch entdeckt habe, da muss ich mir nicht wie so ein Guppi immer dann bis zum Büro aufmachen. Ich kann mit meinem Smartphone, ist ja halt Zeitalter, das Online-Star-Sein und das Internet. Ich kann hier auch alle möglichen Sachen, die ich im Büro erledigen kann, auch hier erledigen. Sei es zum Beispiel Finanzen. Ich könnte sogar noch mehr Kredite aufnehmen. Das machen wir aber besser nicht, wa? Letzte Zahlung am 19.07. Achso, das sind unsere Kredite. Oh, doch, wir können neue Kredite aufnehmen. Oh, 1,5 Jahre geht der. Ach, wenn ich will, der hat schon, wa? Man muss ja auch mal ein bisschen. Life is life. So, jetzt sind wir, na, Multimillionär sind wir nicht, aber wir sind, doch, eigentlich ist man, wenn man mehrere Millionen hat, ist man Multimillionär, oder? Also man kann sich als Multimillionär betiteln? Oder ist es wirklich auch einer bestimmten Summe, sage ich zum Beispiel jetzt 10 Millionen, vielleicht eine zweistellige Millionenzahl? Das kann natürlich sein. Gut, warum man das braucht, ich weiß es nicht, kaufe ich mir davon die Villa, besser ist nicht. Ich muss die Kredite auch irgendwann mal wieder abstottern. Und einmal hier rauf, dann geht's hier hoch. Ja, die Fahrgäste, sie fahren jetzt hier mit einem Multimillionär. Und einmal da, einmal rum. Boah, sehr schön. Ich mag dieses Spiel. Ich hatte ja auch mich so mit Michael ja auch unterhalten. Er hat ja auch gesagt, also er mag den Fernbus und Tourispass, aber in den hat er sich so wie ich halt auch einen Ticken verliebt. Es ist halt einfach was anderes. Auch gar nicht im Vergleich mit dem Fernbus-Simulator. Und man hat wirklich dieses Gefühl davon, dass man sich halt wirklich auf einer Art Urlaubsinsel befindet und dort jetzt versucht, ein Busunternehmen zu etablieren, um einfach die Leute von A nach B zu bringen. Man merkt es einfach, man ist halt nicht so wie beim Fernbus-Simulator, ja, irgendwie angestellt bei Flixbus oder bei Fernbus, sondern ist hier sein eigener Chef und das ist so ein bisschen das Schöne. Dass, was man auch macht, es selbst geschafft hat. Lass mal die Leute mal raus. Ich hoffe mal, es hat das alles geklappt hier. Alles aussteigen. Okay, das ist schwer. Ja, alle Haltestellen wurden angefahren. Fahrgäste wurden an einer Haltestelle zurückgelassen. Ach, keine Fahrgäste. Servicewertung. 45 Unfälle nur einer. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Erfahrungspunkte 382. Gut. Wir haben ja gelernt, wir müssen ja nicht jetzt ins Büro fahren, sondern können jetzt hier versuchen, unseren nächsten Auftrag an Land zu ziehen. Schichtplanaufträge. So. Das sind unsere aktuellen Aufträge, die unsere Fahrer hier befahren werden. 20. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben den 19. Wir können auf alle Fälle mal gucken, ob wir was für den 22. und 23. finden. Warum? Der Clou. Das Schwierige ist ja hier einfach, wir müssen uns auch gegenseitig die Busse teilen. Heißt, wenn ich natürlich jetzt, ich habe glaube ich mittlerweile 5 Busse und 6 Aufträge nehme. Als erstes Beispiel, an einem Tag A kann ich entweder keinen Auftrag machen oder ich habe zum Beispiel 4 Aufträge, 4 Fahrer, aber nur 3 Busse. Das gleiche Prinzip eigentlich, wa? Wie würde ich das eigentlich erklären? Gut, ich habe einfach mehr Aufträge als Busse, dann würde wahrscheinlich ein Bus fehlen zur jetzigen Zeit, auch gerade was die Uhrzeit anbelangt. Neue Aufträge, was haben wir gesagt? Oh, der 24. Aber der geht nur 10 Minuten, der ist ja wirklich sehr kurz. Der ist vom Airport, den nehmen wir uns mal, mehr ist ja leider auch gar nicht. Und nehmen mal hier den Neoplan Skyliner können wir uns ja bald holen. Aktuelle Aufträge, wo war man denn gehabt? Ich habe jetzt nämlich schon wieder vergessen, wann der hier war. Der ist am 24. Okay.
Bis dato holen wir unseren Bus ab. Den haben wir ja wahrscheinlich. Guck mal. Ach, warte mal, hier. Workshop Appointment, Money and Coach. Collect Vehicle. Ah, okay. Da holen wir einmal den Bus ab. Ach, warte, hier, warte. Auftrag gescheitert. Du musst den Bus welche. Ach, das war jetzt auch doof gewesen. Eieiei. Das war jetzt ein bisschen doof gewesen. Da haben wir den anderen Bus. Macht das so viel Sinn, eigentlich den Bus da abzuholen? Nee, du kannst einen Bus nicht mit einem Bus abholen. Benutze einen deiner eigenen oder der anderen Fahrzeuge. Wir haben hier drei SUVs. Die holen wir uns dann auch mal. Zack. Schnellreise, ja. Dann stehen wir wenigstens auf dem Parkplatz und müssen dann nicht noch ein bisschen rangieren. Holen uns da den SUV da ab und fahren dann mal schnell zum Hafen. Der ist ja sehr kurz. Holen den Skyliner ab. Ja, und mit denen werden wir vielleicht einen Auftrag machen. Ich denke mal eher nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den zum Beispiel schon gefahren bin. Die sind ja alle, das ist ja auch ein schöner Clou. Fernbus und Tourist-Bus ist nämlich alles von der Aerosoft. Und die DLCs, die ich für Fernbus geholt habe, gerade auch was natürlich die Busse anbelangt, die kann ich später oder jetzt auch beim Tourist-Bus-Simulator spielen. Finde ich eine coole Sache. Das hat man nicht doppelt gemoppelt. Von daher ist alles in Ordnung. Ach, so war das gewesen. Okay. Einmal rein und dann auf der Karte anpinnen lassen. Bisschen kurios, aber egal. Dann holen wir den ab und dann machen wir noch einen schönen kleinen Auftrag. Oh, den Rest müssen wir mal so ein bisschen gucken. In der nächsten Folge können wir gut und gerne einfach mal einen größeren Auftrag mal wieder entgegennehmen. Und dann vielleicht mal ganz woanders, wenn es möglich wäre. Um einfach auch ein bisschen die Gegend hier kennenzulernen. Apropos Gegend kennenlernen. Hier fahre ich immer ganz gerne, mache ich gerne einen U-Turn. Geht einfach ein bisschen schneller. Bloß nicht zu schnell fahren. Maximal 80, das ist in Ordnung. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir noch gerne machen könnten, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, na gut, längere Touren werden wir ja auch machen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Lackierung ist ja auch schon gedacht. Dementsprechend, ja gut, man gibt sich denen halt so ein bisschen hin, was einen jetzt gerade hier möglich ist. Ein kleines Einkaufslädchen, ein Einkaufscenter, sieht also ein bisschen größer aus. Und hier ist wunderschöne, also wirklich sehr schön gemachte Hafenviertel hier. Da können wir gerne mal geradeaus fahren. Nämlich selten hier geradeaus gefahren. Was haben wir denn da vorne? Ach, eine Werkstatt, okay. Wir biegen trotzdem mal hier ab. Und fahren mal ganz kurz links. Ich weiß nämlich nicht, ob man die Werkstatt da sich jetzt kaufen kann, was man nur machen kann. Geradezu ist die. Okay. Ah, hier wahrscheinlich. Ah, ist. Ah, okay. Gut. Vielleicht könnte ich da mit dem Bus rein. Oh, Werbefirma entdeckt. Ich habe die Werbefirma entdeckt. Oh, Map. Ah, oh, da cool auf der anderen Seite. Oh, wie cool. Wie cool ist das denn? Mist, wie komme ich da rum? Okay, gut. Wir holen den Bus ab und dann können wir die nämlich gleich mal umlackieren. Ich weiß nämlich nicht. Oh, das ist ja cool. Hammer. Wie geil ist das denn? Okay. Rückwärts. Ich weiß nämlich noch nicht, wie das nämlich funktioniert, beziehungsweise ich habe es ja ganz kurz im Video gesehen. Bin jetzt aber nicht darauf schlau geworden, ob man ganz direkt mit dem Bus dahin fahren muss, um ihn zu lackieren, oder ob man diese Lackierung einfach kaufen kann und dann bei sich im Büro oder in der Werkstatt dann herstellen kann. Hotel entdeckt. Das ist ja sehr schön. Ha! Wir haben eine Werbefirma entdeckt. Die ist halt wirklich für Lackierung und allerlei Sachen gedacht. Können wir uns nämlich gleich zusammen angucken. Holen wir uns das mal im Wagen hier ab. Noch ein Hotel entdeckt. Ich weiß nicht, was wir beim Strand hier machen können. Wollen wir mal kurz gucken gehen? Achtung!
Achtung, Vorsicht. Ah, komm ich nicht durch, oder was? Ach, wir hätten da die Mauer hingezimmert. Wo ist denn? Map. Habe ich jetzt eigentlich? Nee. Okay. Ah, Hallöchen. Na du? Schönes Wetter heute, wa? Oh, nein. Wie kann ich jetzt hier wieder rennen? Das ist springen. Ich will nicht, hallo. Ah, das ist... Oh, vielleicht ist das mein Schirm, der ist ja so leer da steht. Mit dieser wundervollen Sandburg. Warum kann ich hier, hallo, nicht rennen? Ah, okay, jetzt. Oh, kann ich mich hier hinlegen? Nee. Kann ich hier was Schönes machen? Nee. Hier ist so ein bisschen wahrscheinlich Schattenseite oder so. Mit den Steinen kühlt es natürlich schön ab. Glaub ich so mein. Gut. Rückwärtsgang einlegen. Ha! Da ist er! Ja, nicht wundern, dass ich jetzt gerade einen kleinen Cut gemacht habe, aber eigentlich... Ah, schön, das ist, glaube ich, der Bus, den wir auch schon beim Fernbus im Latte gefahren sind. Dann habe ich mir nichts dies verraten, weil der Fortura, Fentura, wie auch immer der heißt, der kommt nämlich noch im neuen... beziehungsweise nicht in der neuen Folge vom Fernbus-Simulator, in der übernächsten Folge, wenn es nach Frankreich geht. Das ist so ein kleines Frankreich-Special. Nee, ich musste jetzt gerade einen Cut setzen, weil auf einmal war der Bus weg und es hieß, der Bus, der ist, ja, der ist nämlich schon da. Der ist auf alle Fälle im Weiß. Ist jetzt nicht das, was ich gerne haben möchte, aber ist ja auch vollkommen egal. Ah, Klimaanlage. Schön. Linker Blinker, rechter Blinker. Tempomat. Gratulation, okay. Puh. Annehmen und zurück. Ah! Okay, ich muss jeden einzelnen Bus nochmal neu justieren mit dem Lenkrad. Aber okay, das ist ja halb so schlimm. Muss man ja auch erstmal wissen. Wissen ist Macht. Merkt euch das auf alle Fälle. Wo hatten wir, was hatten wir jetzt vorgehabt? Genau, wir wollten jetzt auf alle Fälle unseren Bus lackieren. Was ich noch machen wollte, außer jetzt dieses Schild da mitzunehmen. Ich wollte mal kurz gucken. Unsere aktuellen Aufträge nehme ich. Der Schichtplan. Wo haben wir den denn? 10 Minuten. Da ist er nämlich. Den will ich mich mal ein bisschen umschreiben. Wir werden nämlich mit den Skyliner unterwegs sein. Warum? Weil ich der Chef bin und B, weil ich schon jetzt damit fahre und wir den ja sowieso jetzt umlackieren werden. Von daher passt ganz gut. Mal gucken, ob ich das auf Anhieb hinkomme. Wird schon schief gehen. War, glaube ich, hier unten, war. Ja, unten und dann rechts, glaube ich, hinten beim Kreisverkehr, wenn wir in der Stadt ankommen. Da kommt kein Auto. Okay, komm, das kriege ich hier hin, Nehmen wir so ein bisschen Schotter mit. Ja, alles gut. Grünzeug. Schild. Niemand gesehen. Oh, wir müssen schon zur ersten Haltestelle. Hä? Ist denn heute schon der 24.? Nee, kann gar nicht sein. Ist doch gar nicht der 24. Was lügst du mich hier an? Warum lügst du mich an? Man ist doch erst hier am 24. Ja, bevor wir nachher die Fahrgäste abholen und schnell eine rauchen. So. Bremsen. Bremsen ist hier sehr gut. Dann fahren wir hier einmal rum. Achtung, der stille Busfahrer. Überholt hier einfach mal ganz riskant im Hafenviertel. Ja. Vorsicht. Sehr schön. Und dann nehmen wir mal die... Obwohl, wir müssen nicht die letzte Ausfahrt nehmen. Wir können da ganz vorne fahren und dann rechts. So fahren wir wenigstens mal hier ein bisschen durch den Kiez. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht.
einen Container freischalten. Container habe ich immer nicht auf die Kette bekommen, was ich damit genau machen soll. Oh, alles gut. Oh, der ist aber cool. Da kommen wir rein, okay. So, da fahren wir jetzt mit dem Bus rein. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt mit dem Bus umspringen können oder ob wir ihn auch auf andere Fahrzeuge zuweisen können. Das wäre natürlich eine richtig coole Sache. Im Übrigen, wir kaufen die ja natürlich. Wir haben jetzt hier, viele Sachen kennst du ja vom Ohr, kennt ihr ja vom Fernbus. Der ist ja nicht so schön. Genau, für 2000, das hält sich ja wirklich in Grenzen. Nee. Wie gesagt, wir wollten ja irgendwas Blaues. Hier haben wir was Schönes Blaues. Gelb. Sieht so ein bisschen aus wie Neckermann. Hier, guck mal, warte mal. Hier. Dieses Gelb. Kennt ihr vielleicht noch Neckermann? Ich weiß es ja nicht. Ja. Okay. Ach, das sind die einzigen. Also, ich würde mal sagen, Local sieht sehr angenehm aus. Und Local, wie gesagt, in der Sonne würde der richtig gut rüberkommen. Trade hat auch ein bisschen was. RLB. Naja, ist mir einfach zu weiß. Gelb, ja, aber ist halt auch wieder diese warme Farbe, war genauso wie hier Orange. Ich würde mal sagen, hier, nehmen wir mal, Trade war es nicht gewesen. Jay aber auch nicht. Local, nehmen wir Local, kaufen wir den. Ja, und dann haben wir jetzt einen Local, sehr schön, cool. Und dann können wir jetzt ganz gerne mal zur nächsten Fahrt springen, haben wir es auch hinter uns. Ha, ein neuer Morgen, ein neuer Auftrag gescheitert. Okay, alles klar. Der Motor ist so. Ryan, oh, Hagedorn ist krank. Oh, oh, Hagedorn, nicht gut. Dein Datenvolumen ist aufgebraucht. Oh, das wird ja immer schlimmer. Jetzt kann ich nicht mal YouTube gucken während der Fahrt. Gut, naja, ist halt so, wie es ist. Wir fahren bei Nacht. Ja, um 21.45 Uhr. Und dann legen wir mal hier los. Freundlicher natürlich erst einmal an. Wir können mal gucken, ob wir denn hier noch ein bisschen mehr Lichtlein anmachen können. Indem wir vielleicht Lichtschalter. So. Ah, guck mal hier. Wenn wir hier. Ah. Das ist der einfache. So. Und das ist ja schon relativ viel Licht. Ja, das ist auf alle Fälle wesentlich mehr. Frontlicht einschalten. L? Hallo? Klimaanlage? Egal. Hochschalten. Und dann fahren wir zur ersten Haltestelle, die ist ja hier wieder gleich vorne. Da können wir auch mal ganz kurz wieder den Weg hier fahren. Fahren wir einmal links. Einmal unser wunderschönes Fußballstadion hier zur rechten Seite. Da spielt der FC San Paolo Mallorca de Grande. Die sind aktuell in ihrer kurzbeinigen Liga auf Platz Nummer 17 von 16. Also sie sind schon was sehr Besonderes und die unterstützen, ja, natürlich selbstverständlich Waldemars Tour und Co. KG. Wir sponsern die. Wir fahren die immer von A nach B. Von A nach B fahren wir auch jetzt hier. Die Fahrgäste, einen wunderschönen guten Tag. Halli, hallo, Hallöchen. Ja, sagen sie mir einfach Tag. Ich mach mal die ganzen Lichtlein hier an. Servus. Okay. Ansage abspielen, bringt sowieso nichts. Fahrgastmonitor. Und dann können wir auch loslegen. Auf geht's. Da kommt nichts. So, meine sehr verehrten Damen und liebe Fahrgäste, erst einmal Hallihallo, Hallöchen auf unserer kleinen Tour zum Flughafen. So wie es aussieht, werden wir uns dann von ihm wahrscheinlich verabschieden, weil sie hier das wunderschöne Urlaubsziel, ein Paradies unter Palmen, würde ich jetzt sagen, hätten wir jetzt hier genug Palmen, aber wir haben mehr Kakteen als Palmen und mehr Steine als Liebe. Ja, auf alle Fälle hoffe ich, dass es ihnen hier gefallen hat und würde mich freuen, wenn wir sie vielleicht bald wiedersehen werden. Ich werde auf alle Fälle hier weiter
dieses Busunternehmen ausbauen und sie können sich denn da sicher sein, dass wenn sie wieder zurückkommen sollten, wir sie von A nach B sicher bringen werden, so wie wir es heute auch heute tätigen. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt ist der Flughafen. Rum. Rum. Ach, guck mal, schön. Ist aber auch wirklich eine schöne Farbe. Können wir mal kurz nochmal gucken. Gerade jetzt gerade ausfahren. Oh, sieht ja toll aus. So, ich muss mal kurz ein bisschen aufpassen. Ich weiß, ich rase hier gerade mit 72 km/h. Ich muss auf alle Fälle aufpassen, dass ich, glaube ich, jetzt hier rechts nämlich abbiege. Hier. Oder hier. Da fahren wir hier lang. Stimmt, hier war es gewesen, weil eigentlich, obwohl, hier dürfte ich, doch, hier darf ich langfahren. Und einmal hier rum. Und da haben wir es auch schon. So, meine Fahrabgäste, ja, viel Spaß. Kommen Sie gut nach Hause. Ich wünsche auf alle Fälle noch einen angenehmen Weiterflug. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Und ihr liebe Mäuse, hallo, herzlich willkommen im Urlaubsziel Numero Uno nach Corona. Willkommen in ja, erstmal willkommen im Flughafen. So, folgende Navigation zur Endhaltestelle. Machen wir. Okay, ein bisschen aufpassen. 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 Ich hoffe mal. So. Das ist mir aber zu wenig Licht. Komm, ich will noch mal kurz gucken. Das ist hier auf alle Fälle mehr Licht. Ja, wesentlich mehr Licht. Dann machen wir mal die Maus hier weg. Die stört ja nur. So, einen Augenblick. Mal einlenken. Ja, ich weiß, ich rauche ein bisschen viel. Ah, aber die guten Zigarillos, die man hier bekommt, die sind einfach herrlich. So, wieder einmal zurück. Die Leute von A nach B bringen. Ja, und dann war es auch schon gewesen, liebe Freunde. Das war's denn hier vom Tourist-Bus-Simulator. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben eine neue Lackierung. Wir müssen mal gucken. Also, ich denke mal, wenn wir halt einen neuen Bus nehmen sollten oder einen anderen Bus nehmen sollten, der wird doch die alte haben. Ich kann gerne noch mal so ein bisschen einblenden, wenn ich mir das merke, welche Lackierung wir noch alles so haben. Und dann könnt ihr gerne mal auswählen, welche davon ich dann als nächstes für den Bus verwenden soll. Schreibt mir dann einfach mal in die Kommentare, ob 1, 2, 3. Ihr werdet es ja sehen. Ich füge dir mal einfach mal am Ende die Bilder hier ein als kleines Outro. Und dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare, welche Lackierung es als nächstes sein soll. Einmal hier rum. Der fährt sich schön. Der fährt sich angenehm. Okay, okay. Ich glaube, vom Fahrverhalten nehmen die sich gar nicht allzu viel. Das ist jetzt eher so ein bisschen Wunschdenken. Oh, 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 ah, scheiße, ja, wenn man Zigarette raucht. Achso, das ist der Tempomat. Düt, 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 düt. Ja, du stehst jetzt auch voll ungünstig. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste. Nächste Halt ist die Endstation. Ich heiße Sie nochmal ganz herzlich willkommen hier in
werden Sie gleich sehen, in El Matorral. Hier bin ich auch ansässig. Ich kann diesen Ort nicht aussprechen, aber ich bin trotzdem hier ansässig. Mein Büro befindet sich hier gerade eben zur linken Seite, falls Sie also irgendwie, ja, irgendeine Tour gerne buchen wollen. Dann kommen Sie gerne auf mich zu. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Kommen Sie gut in Ihre Betten und lassen Sie sich nicht von den Bettwanzen auffressen. Oh, der sieht aber wirklich schick aus mit dem Blau. Egal, ob jetzt bei Abend oder bei Tageslicht, der sieht wirklich schön aus. Alle Haltestellen wurden angefahren. Fahrgäste wurden an einer Haltestelle zurückgelassen. Was? Okay, Servicewertung 74%, nur ein Unfall. Oh, wo habe ich überhaupt einen Unfall gebaut? Na gut, okay. Sei es dem. 824 Erfahrungspunkte. Dafür haben wir auch irgendwie den Fähigkeitspunkt bekommen. Du hast Level 3 erreicht. Cool. Ja, und mit Level 3 geht's in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, was da für unsere Themen warten. Natürlich werden wir fahren. Ich werde so ein bisschen die Augen offen halten für eine neue Bleibe. Wie gesagt, die Villa, ich weiß ja nicht. Ich werde es mir überlegen. Aber dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal hier beim Pools Bus Simulator. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.